gesagt haben. Und mache ich gerne, ja. Ich darf dann überleiten auf meinen folgenden Vortrag. Vielen Dank. Danke Ihnen. Heilung statt Impfung. Das haben Sie ja eben auch schon gehört. Wir wollen anders arbeiten. Dr. Nehls wollte auch oder will auch anders arbeiten. Und ich habe hier so ein paar Dinge zusammengefasst in meinen Vorträgen. Das ist überwiegend, sage ich mal, studienbasiert. Englische Studien aus dem englischen Sprachraum und, oder englisch übersetzt halt. Ich habe sie auf Deutsch übersetzt. Und ich gebe Ihnen da nur mal plakative Hinweise, Stichworte, um Ihnen zu zeigen, orthomolekulare Medizin ist viel mehr, als wir so im Alltag sehen oder um uns rum verstehen können. Die Rolle von Mikronutrienten in der Unterstützung der Immunantwort bei Virusinfekten. Was rot ist unten, ist der wichtigste. Oben sehen Sie die PubMed-Leiste. Wenn Sie den Ausdruck meiner Folien anfordern, dann finden Sie die so, dass Sie die, also per E-Mail, dass Sie die direkt anklicken können und dann sind Sie in der Originalstudie drin und können unter Umständen 3 oder 5, Entschuldigung, oder 10 Seiten lesen. Der Extrakt hier für diesen Vortrag ist für mich: optimierte Ernährung mit Orthomolekularia und Omega-3-Fettsäuren ist eine meist unterschätzte Strategie in der Reduktion der Last von weltweiten Infektionen inklusive Covid-19. Die Menschen sind heute so krank, weil sie verkürzt alle kranke Därme haben. Sie finden kaum noch jemanden, der einen gesunden Darm hat. Ein kranker Darm kann nicht verdauen. Das, was ein kranker Darm nicht verdauen kann, kann er auch als kranker Darm nicht aufnehmen. Das heißt, auf dem Wege haben sie schon relative Verluste, die sie produzieren. Und wenn Sie dann auf der anderen Seite sehen, die Menschen essen Chemiemüll, Dreck, leere Kalorien, Hauptsache satt, rein, sind nicht Lebensmittel, sondern sind Nahrungsmittel, die sie essen, mit wenig Inhalt und, das habe ich heute Morgen auch schon kurz angerissen, dann kommt weniger rein, es wird schlecht verdaut, es wird schlecht resorbiert, dann müssen wir alle in einen Mangel reinkommen. Und wenn der Mangel da ist, dann ist das Immunsystem natürlich am Ende. Vitamin C wird immer gerne belächelt von Schulmedizinern. War ja schon der olle Linus Pauling, der hatte ja auch keine Ahnung. Vitamin C und das therapeutische Potenzial im Management von Covid-19. Gemäß WHO-Empfehlung, die haben ja nun auch Afrika und die Eskimos und ich weiß nicht wen, die Chinesen mit im Visier, die sich alle etwas anders ernähren und verhalten als wir hier. Gemäß WHO-Empfehlung ist die eigene Immunität essentiell für den Schutz vor Covid-19. In diesem Artikel diskutieren wir das Heilungspotenzial von Vitamin C im Management von Covid-Patienten und präsentieren klinische Daten. Da oben wieder die PubMed-Zeile. Gucken Sie sich die Studie an, fordern Sie eventuell die Originalarbeit an, dass Sie sehen, das ist Wissenschaft, nicht das, was Sie heute in der Uni irgendwo lernen können und hören können. Können Vitamine im Kampf gegen Covid-19 helfen? Vitamine A bis E zeigen potenziell ein Benefit im Kampf gegen Covid-19 durch antioxidative Effekte, Immunmodulation, Stärkung natürlicher Barrieren. Wenn Sie sich konventionell ernähren, mit Farbstoffen zum Beispiel, Multivitaminsaft ist ja ganz geil, ne? Ich weiß ja, jeder Multivitaminsaft brauchen wir. Wir haben ja zu wenig Vitamine. Dann habe ich in einer wässrigen Lösung Substanzen drin, die eigentlich fettlöslich sind. A, D, E, K ist auch mit drin. Fettlösliche Vitamine. Die kriege ich aber über eine, ich sag mal, Orangenbrühe reingeschmiert. Dann habe ich ein wässriges Vitamin A und ich habe Zellen, die sagen, ich brauche Vitamin A, aber ich brauche irgendwas, ich weiß auch nicht, was soll ich jetzt damit machen? Und dann baut die Zelle, die Zellwand, fettlösliche Valenzen, wasserlösliche Valenzen irgendwo ein, wo Wasserlösung ist. Dahinter steckt eventuell noch Fett, das wird zum Teil auch abgespalten. Das heißt, wir durchlöchern im Grunde genommen gezielt durch solche Multivitaminsäfte unsere Zellmembranen. Und wenn die durchlöchert sind, dann fließen Dinge in die Zelle rein, die da nicht hingehören. Und damit fahren wir das Allergierisiko hoch. Da kann man dann häufig zugucken. Können Vitamine im Kampf gegen Covid-19 helfen? Sepsis, Aktivierung von Immunzellen,
Autolyse und Multiorganversagen durch freie Radikale sowie ventilationsinduzierte fibrotische Lungenschäden können reduziert bzw. vermieden werden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man lässt die Leute lieber verrecken, als dass man sie mit Vitaminen therapiert. Und ich bin natürlich jetzt wieder ein Verbrecher. Ich habe unserer Uni sowohl hier als auch in Kiel, als sie so und so viele Todesfälle hatten, geschrieben, macht doch mal das. Ich gebe euch die Sachen auch kostenlos. Behandelt mal Leute mit unseren Vitaminen. Da habe ich nicht mal eine Antwort gekriegt. Ist ja logisch. Das ist ja unter deren Niveau. Die sind ja in einer ganz anderen Liga. Die sitzen oben rechts und links am Thron auf der Pharmaindustrie und sonst nirgends. Alle Krankheiten starten im Darm. Präklinische und klinische Studien haben gezeigt, dass Zonuline einen großen Einfluss auf variable CED, also chronisch entzündliche Darmerkrankungsfolgen haben, autoimmune, tumorale, metabolische und infektiöse. Das heißt, wenn ich ein Leaky Gut habe, wenn ich einen durchlässigen Darm habe, dann habe ich im ganzen Körper Probleme. Silent Inflammation war heute Morgen auch schon mal das Stichwort. Das Potenzial von Melatonin gegen virale Infektionen inklusive Covid-19. Aktuelle Evidenz und neue Resultate. Melatonin haben Sie wahrscheinlich noch nie im Zusammenhang mit Covid-19 gehört. Melatonin ist ein Schlafenzym, Hormon. Das ist für die Frauen was für ihren Zyklus, dass das da unten einigermaßen glatt läuft und so. Und dass wir morgens aufstehen, dass wir abends ins Bett gehen. Aber sonst, Melatonin braucht man nicht. Und Melatonin ist auch wahnsinnig gefährlich. Also die Amerikaner arbeiten schon lange mit Melatonin, schon seit, weiß ich, 40 Jahren, 50 Jahren. Zum Teil auch missbräuchlich. Die machen ja einiges auch missbräuchlich. Insofern ist das auch nicht überraschend. Aber in Europa ist Melatonin mit 1 Milligramm zugelassen. Zum Beispiel als Anstoß zum Schlaf. Da gibt es ein schönes Produkt von Hewat. Das ist so ein Einstoß. Ist so eine Sprühlösung und das stößt dann die Schlafbereitschaft an. Sie müssen eigentlich, um das anzustoßen, mindestens 5 bis 10 Milligramm haben. Als Einzeldosis mindestens. Und wir müssten das höher dosieren. Aber es ist ja so gefährlich. Das sehen Sie hier. Den tödlichen Ausbruch von Covid-19 weltweit betrachtend, diskutieren wir die Melatonin-Funktionen bei Virusinfekten inklusive Covid-19. Jetzt komme ich zur Göttinger Wohlfühlstudie. Volkmann hat immer die ollen Kamellen. Nicht? Es ist furchtbar mit Volkmann. Von 2002. Warum kommt er darauf wieder zurück? Therapie durch Melatonin-Eigensynthese aus dem Darmmikrobiom. Wir machen selber, ja natürlich, irgendwo machen wir Melatonin. Das hat jeder mal studieren können, wenn er wollte, wenn er richtig aufgepasst hat. Die Melatoninsynthese durch Darmbakterien im Kontext von Leaky Gut und Darmsanierung. Evidenz und Studienresultate. Da kommen gleich noch mehr Sachen. Das ist hier eine Zusammenfassung. Tryptophan-Mikrobiom-System interagiert mit dem Darmimmunsystem. Da wird Melatonin gebildet über verschiedene Zwischenvorstufen und so weiter. Auch in Wechselwirkung mit dem Gehirn. Darm-Hirnachse, das kennen Sie alle. Es spielt eine wichtige Rolle in der Immunität und Darm-Hirnachse. Professor Hüther hatte mich damals gebeten, ich möchte die Melatoninwerte nicht publizieren. Darüber setze ich mich jetzt hinweg angesichts dieser neuen Studien, die ich da gefunden habe, aber nur ein wenig. Und zwar sollte ich das deshalb nicht publizieren. Sie sehen, die rote Linie unten, das war ein Patient, der minimal reagiert hat. Der war ganz unten mit seinem Melatonin und der ist dann hinterher auf etwa 100 Pikogramm gekommen pro Milliliter. Und dann ist aber einer dabei, wenn Sie mal so Studienstatistiken gemacht haben, gerechnet haben, der ist bei fast 500. Wenn Sie da einen sogenannten Chi-Quadrat-Test machen, dann sind Sie hinter Mars oder ich weiß nicht wo, in Nirvana. Deshalb ist das für eine Studie kontrolliert nicht geeignet. Aber die Werte zeigen uns eindeutig, in dem Augenblick, wo ich den Darm behandle, wo ich eine vernünftige Substitution mache, gehen alle Werte mehr oder weniger nach oben. Und das deckt sich auch mit den Ergebnissen, die wir bei unserer Therapie immer wieder sehen. Das ist jetzt Psychometrie, ist auch im Rahmen der Studie erfasst worden. Aktivität, Müdigkeit, Depression und Stimmung. Dann sage ich immer typisch deutsche Verhältnisse.
Alle sind sie müde, keine Aktivität, alle sind sie depressiv und die Stimmung ist auch im Eimer. Und wenn wir 3 Monate weiter gucken, nach der ODS-2, das sind die grünen Linien, dann sehen wir Bombenstimmung, Superaktivität und mit Müdigkeit und Depression ist nichts mehr. So, wenn wir dann auf der anderen Seite wieder gucken, was macht denn Melatonin unter anderem? Eben auch stimmungsaufhellend. Es verändert den Antrieb, es verändert die Stimmung. Es bewegt im Zentralnervensystem und in der Peripherie, im Hormonsystem alles Mögliche. Da ist vieles noch nicht erkannt, vieles noch nicht publiziert, vieles noch nicht, auch bei mir nicht angekommen. Aber wenn ich von der Oberfläche aus betrachte, ich behandle einen Patienten gesetzmäßig. Medizin ist eigentlich Beobachtung, Erfahrungsmedizin. Jeder Mediziner macht oder jeder Arzt macht Erfahrungsmedizin. Ich tue etwas, was empfohlen wird in einer bestimmten Situation. Ich beobachte im günstigen Fall, was passiert. Und wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, dann arbeite ich so weiter. Und wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin, dann höre ich auf. Das hat sich aber in den letzten 30 Jahren im Rahmen der dressierten Affen kolossal verändert. Wenn ich als Stichwort gebe, die Hormonersatztherapie bei Frauen in den Wechseljahren, am liebsten bis 85. Schützt vor Krebs, schützt vor Tumoren, schützt vor, ich weiß nicht was allen, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, alles wird ganz genial, wenn ich Hormone gebe, älteren oder alten Frauen. Das hat man 30 Jahre ganz konsequent durchgeknüppelt. Ich habe das in meiner Praxis nie verordnet, weil ich immer gesagt habe, sie haben ein Hormonsystem und wenn wir das richtig füttern, dann macht ihr Körper selber diese Hormone und dann sind sie ausgeglichen, dann läuft das einigermaßen und eventuell kombinieren wir das dann nochmal mit Phytosubstanzen, die sogenannte Pre-Drugs fürs Hormonsystem haben, Vorstufen, die der Körper im Bedarfsfall selber umwandelt in Hormone oder die er außen vor lässt. Und da arbeite ich beispielsweise gerne mit den Steiral-Produkten. Die haben ganz tolle Produkte, Phytokortal, Phyto-C, Phyto-N und so weiter. Damit können wir im Hormonsystem, wenn der Körper wieder regeln kann, eine ganze Menge Positives bewegen. Und dann komme ich eben dahin, dass ich Chronic Fatigue und Leistungsknick und so weiter innerhalb von 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen erfolgreich behandle. Dann braucht sich keiner aufzuhängen, dann braucht keiner aus dem Fenster zu springen oder sonst was. Er soll sich einigermaßen vernünftig ernähren und er soll sehen, dass er seine Hormonproduktion wieder in die Reihe kriegt. Orthomolekulare Darmsanierung und gastrointestinale Störung. Das war so ein Questionnaire, wie man so schön sagt, so eine Befragung. Mehr als 200 Fragen. Und Sie sehen innerhalb von nur 8 Wochen, also nicht mal ODS-2, sondern ODS-1, innerhalb von 8 Wochen, Wohlfühlpaket und Dünndarmsanierung, haben wir eine Reduktion aller gastrointestinalen Störungen um 92%. Als der Professor Hüther diese Folie diese Werte auf dem Schoß hatte, sagte er folgendermaßen, ich habe ein Problem mit der Studie. Ich sage, was haben Sie für ein Problem? Ja, 92%. Ich kenne weltweit 15.000, 20.000 Studien. Es gibt keine einzige mit 92%. Und mein Problem ist, das haben meine Mitarbeiter ausgerechnet. Ich sage ja, ich habe Ihnen damals gesagt, 80-90% Reduktion von Störungen. Egal, gastrointestinal, Knochen, Gelenke, Kopf, weiß der Kuckuck was. Und 92% finde ich doch ganz toll. So, und da sehen wir den Zusammenhang aller Störungen, die da erfasst wurden, ob das Regelschmerz ist, ob das Kopfschmerzen sind, ob das Bewegungseinschränkungen waren und. Zu Anfang als 100% gesetzt, die Beschwerden, nach diesem Questionnaire und so weiter. Und innerhalb von 3 Monaten um 79% reduziert, also fast 80% Reduktion aller Probleme durch eine vernünftige Substitution. Da sind Einzelne immer noch mal zu McDonald's gegangen oder haben ihre Cola getrunken oder ich weiß nicht was. Die Rolle von Melatonin in der Therapie von Covid-19. Es reduziert die Symptomstärke von Covid-19 sowie die Nebenwirkung antiviraler Medikamente bei Covid-19-Patienten. Nach der Studie ist die Medikation mit Melatonin zu empfehlen. Internationale Studie. Kennt jemand? Ach nee, wir haben ja. Entschuldigung, mir fehlt der Kontakt. Ich wollte gerade fragen. Kennt hier jemand Präparate? Arbeitet jemand hier mit Melatonin in diesem Kreis? Nein, das ist das Aufnahmeteam, die Ihnen das alles zuspielen. Und ich halte mich da erstmal wieder zurück. Covid-19, Melatonin als potenzielles antioxidatives Adjuvans. Antioxidantien kennen wir alle, hört man alle. Kennt Lieschen Müller auch aus der Presse und aus Funk und Fernsehen. Aber dass das eben wichtig ist im Zusammenhang mit der Covid-Geschichte, das hören Sie eher wenig oder gar nicht.
Melatonin als Antioxidant wirkt protektiv bei viralen und anderen Pathogenen. Es ist effektiv bei Intensivpatienten durch Reduktion der Gefäßpermeabilität, Angst und Sedierung. Und es verbessert natürlich auch die Schlafqualität und ist wichtig für die klinische Erholung. Melatonin gibt es in keiner Klinik in Deutschland. Oder so gut wie in keiner Klinik. Gehört und gelesen habe ich das auf jeden Fall noch nicht. Lebensrettung ist ja auch langweilig. Melatonin interferiert bei Covid-19 mit verschiedenen ROS, also Sauerstoffradikalen. Neue Studien zeigen eine Korrelation von Covid-19-Infektionen und klar überschießender Immunantwort Zytokin-Storm, haben wir eben gerade gehört. So, dann entgleist das Immunsystem völlig. Und wenn ich dann zu wenig habe, um diese Entgleisung wieder in die richtige Spur reinzubringen, und das sind nun mal Vitamine, Spurenelemente, das sind Metallionen und so weiter, wenn ich die nicht ausreichend im Körper habe, dann habe ich große, große Probleme oder ich gehe in die ewigen Jagdgründe ein. Melatonin interferiert mit verschiedenen ROS. Hier haben wir es wieder. Melatonin ist ein potenter Myeloperoxidase MPO-Inhibitor, bekannt für seine antiinflammatorischen, antioxidativen, antiapoptotischen und neuroprotektiven Aktivitäten, Eigenschaften. So, wenn ich das doch so vorlesen kann, das steht so in der Studie drin. Und in der Intensivstation sehe ich, die haben alle ihre Inflammationen, die sind alle oxidativ geschädigt. Freie Radikale und so weiter. Die haben alle sterbende Zellen im Gewebe. Und die Nerven sind auch blank, die gehen kaputt. Dann ist doch logisch, dass ich versuche, sowas einzusetzen in der Therapie. Ein HOT-Tipp für Ihre Patienten, zum Beispiel die Enzyme, damit bekommen wir das Reizdarmsyndrom auf jeden Fall mal geregelt oder besser geregelt. Die Dyspepsie und die Flatulenz geht zurück. Nahrungsintoleranzen gehen zurück. Burnout, Müdigkeit wird deutlich reduziert. In den Enzymen ist auch noch ein bisschen Symbioselenkung drin. Und es sind eben Pflanzenauszüge drin, Kümmel zum Beispiel und Hornklee für das Hormonsystem, sodass das Hormonsystem, Pre-Drugs, dass das Hormonsystem im Hintergrund auch wieder besser arbeiten kann. Und deshalb helfen sie eben auch bei Burnout, Müdigkeit, Defekt, Traumaheilung und Laktase, Lipase, Proteasenmangel. Also wenn ich einen chronisch kranken Darm habe, kann ich eigentlich nur immer was Gutes tun, wenn ich die Enzyme einsetze. Das ist ein kleines Mädchen gewesen, inzwischen ist sie eine hübsche junge Frau, mit einer Dermatitis im Gesicht, so wie Herpes. Charité-Patientin, links ist der Entlassungsbefund aus der Charité, weil die Charité ein Krebsmedikament bei dem Mädchen einsetzen wollte. Das Krebsmedikament ist weder für Kinder zugelassen, noch für dieses Krankheitsbild zugelassen. Aber unsere Kollegen, wenn sie denn hilflos sind und ratlos sind, dann sagen sie, komm, lass uns doch mal versuchen, machen wir doch mal. Dann sage ich einem 5-6-jährigen Mädchen, ein Krebsmedikament zu geben. Habt ihr einen Knall? Geht's noch? Aber das ist Charité, das ist State-of-the-Art-Medizin, da ganz oben. Das sind die Besten, das sind die Größten. So, und dann sehen Sie rechts das Bild nach 10 Tagen Reha-Paket. Reha, ganz simpel. Omega-3-Fettsäuren, B-Vitamine, Spurenelemente, Magnesium-Kalzium-Entsäuerung. Innerhalb von 10 Tagen, kein Cortison, den ganzen Quatsch nicht. Und das ist die Kleine nach gut 3 Monaten. Nach der Darmsanierung. Ohne Krebsmedikamente. Die hat noch eine glückliche Perspektive, wenn man sie so lässt. Astaxanthin. Ein exzellentes Carotinoid mit vielen Benefits. Astaxanthin, mal gehört? Nee, was ist das denn noch? Das ist was ganz Schwieriges, ja. Ist ein Antioxidant, ist richtig. Ist ganz wichtig für die Augen, unter anderem. Aber eben nicht nur für die Augen. Zum Beispiel auch im Fettstoffwechsel. Multiple biologische Mechanismen werden angesteuert. Astaxanthin wird zur Reduzierung von oxidativem Stress, Entzündung und vorzeitigem Zelltod empfohlen. Bevor so ein armer Teufel an Covid stirbt, gehen ja die ersten Zellen schon lange kaputt. Und wenn ich weiß, ich kann vorzeitigen Zelltod unter Umständen durch Astaxanthin positiv beeinflussen, stoppen, reduzieren oder stoppen,
Da muss ich mich fragen lassen, als Arzt, nicht als Mediziner, da bin ich dressierter Affe, aber als Arzt, warum mache ich sowas nicht? Warum lasse ich meine Patienten verrecken? Und ich habe immer wieder die Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen, das, was Sie gemacht haben an Untersuchungen, zum Beispiel bei ITIS Protect, da haben Sie ja auch keine Verblindung, da haben Sie ja keine Kontrollgruppe. Dann sage ich, ja, die haben wir nicht. Die Kollegen, die das durchgeführt haben, die haben einen ganzen Tag diskutiert, in meiner Anwesenheit, in Anwesenheit von dem Privatdozenten Dr. Nettoschiel. Und ich habe ganz ruhig entspannt daneben gesessen. Ich kann nämlich auch sehr entspannt sein manchmal. Und habe sie diskutieren lassen. Habe immer gelegentlich hier mal und da mal ein Stichwort gegeben. Und habe dann irgendwann am späten Nachmittag gefragt, und Sie sind sich sicher, dass Sie Ihre eigenen Patienten, die schon der Vater behandelt hat in der Praxis, die Sie jetzt weiter behandeln, die Familien, die kennen Sie seit 20, 30, 40 Jahren, dass Sie denen eine suffiziente Therapie vorenthalten wollen, damit Sie eine Verblindungsgruppe haben? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist ein Verum gegen Standardtherapie. Ist überhaupt kein Thema. Es gibt ja Standardtherapien, bei der Parodontitis, aber bei allen anderen Sachen auch. Es gibt die jetzige Therapie, die ist zum Teil schlecht. Und wenn wir jetzt eine neue testen wollen, dann machen wir die neue Therapie in Korrelation zu der bisherigen schlechten. Sage ich dann, schlechten. Und dann sieht man, ist das besser oder ist das nicht besser? Und das ist eben das Problem bei diesen ganzen Studiengeschichten, dass man auf der einen Seite billigend in Kauf nimmt, dass Menschen sterben, weil ihnen Hilfe vorenthalten wird. Zusätzlich zeigen Astaxanthin-Studien potenzielle Effekte, zum Beispiel in der Regulation der intestinalen Flora und antidiabetische Aktivität. Das heißt, wenn ich großen Stress habe, wenn meine Bauchspeicheldrüse auch geärgert ist, dann habe ich natürlich auch im Blutzucker meine Probleme. Und wenn der Blutzucker hoch geht, dann bin ich wieder anfälliger für Infekte, für Viren, aber auch für Bakterien. Das ist jetzt was ganz Exotisches. Das finde ich einfach toll. Das Algenpolysaccharid Ulvan und das Carotinoid Astaxanthin, beide unterstützen das Darmmikrobiom. Das Spannende ist, wer hier mal bei uns auf dem Grundstück war, auch in unserem neuen Garten, und sich mal umgeguckt hat und gehört hat, hier war Tabula Rasa, das war ein Industrieareal, hier war alles tot, hier war gar nichts. Und er sieht dann mit mal, wie hier ein Garten Eden anfängt zu wachsen, sich zu entwickeln. Oder wer zu Hause ein kleines, schönes, ehemals schönes Blumenbeet hatte und das dann irgendwann verunkrautet war und hat alles rausgerissen und dann dauert das gar nicht lange, hat die Zeit noch oder sie hat die Zeit noch nicht gehabt, nachzupflanzen. Und wenn mal ist das alles wieder grün mit irgendwelchen Sachen, die wir gar nicht haben wollen, dann zeigt das, dass in der Biologie Reserven drin sind. Dass die Biologie ganz andere Sachen machen kann. Ich habe hier vorgestern zum Beispiel eine Silberpappel gefunden. So eine hohe Silberpappel. Ich habe hier im weiten Umfeld nirgends eine Silberpappel gesehen. Silberpappeln sind wunderschöne Bäume. Wieso steht die hier auf dem Unland sozusagen, auf dem Acker? Und das ist auch der Hintergrund bei dieser Studie. Deshalb erkläre ich das so umfangreich. Da kommen nämlich, wenn ich diese Polysaccharide und das Carotinoid Astaxanthin gebe, kommen andere Bakterien mit mal im Darm vor, nämlich Bacteroidia, Bacilli, Clostridia und Verrucomicrobia. So, die waren vorher gar nicht da, scheinbar. Sie lesen auch immer mal in der Zeitung, wenigstens wenn Sie gute Zeitungen Natur oder Geo oder sowas lesen, dass plötzlich ein seit 50 oder 100 oder 1000 Jahren verschollenes Tier oder verschollene Pflanze wieder irgendwo gefunden worden ist. Ja, wie kann das denn sein? Die war doch verschollen, die gibt es auch gar nicht mehr. Und nun ist sie mir mal wieder da. Und das haben wir hier auf dem Grundstück auch. Wir haben hier viele Sachen, die gibt es hier im Industrieareal gar nicht. Das war hier alles zugeteert und vergiftet und ich weiß nicht was alles. Und man sieht mit mal, die Natur ist wesentlich intelligenter als diese ganzen Leute, die diese Studien machen. Die Wirt-Mikroben-Symbiose-Lenkung mit Diversifizierung des Keimspektrums durch Diät unterstützt die Gesundheit durch immunologisch-symbiotische Darmpflege, wenn ich solche Dinge einsetze. Ich tue das und das passiert.
Und in der Schulmedizin ist es so, wenn ich ein Schmerzmittel gebe, kann ich sagen, da ist ein Schmerz, da haue ich einen Hammer drauf, dann ist da wahrscheinlich der ursächliche Wirkmechanismus. Wenn ich Homöopathie mache, da sagt der Schulmediziner immer, da gibt es ja gar keine Zusammenhänge, das kann man gar nicht machen, weiß ja keiner. Dann sage ich, ja, ich gebe was Homöopathisches und da haben die Altvorderen schon vor 50 oder 100 oder 200 Jahren gesehen, wenn ich das gebe, dann passiert irgendwann das. Und wir Menschen neigen dazu, zu sagen, ich gebe das, dann passiert das. So, linear, monokausal, ganz klar. Ich sage schon seit 30 Jahren, ich gebe was und dann passiert das, 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 das. Und irgendwann passiert auch das. Und da wollte ich ein. So wirkt Homöopathie und so wirkt aber vieles andere bei uns auch im Körper und in unserer Gesundheit. Der Effekt von Lutein auf das Auge und die körperliche Gesundheit. Lutein ist auch ein starkes Antioxidans. So, wenn ich oxidative Prozesse habe, wenn die Leute alle krank werden, jetzt auch bei Covid, dann muss ich doch eine Antioxidation anbieten. Nicht nur Frischkost reich an Obst und Gemüse, sondern auch die Supplementierung von Lutein ist besonders multimorbiden älteren und Hochrisikopatienten zu empfehlen. Gibt es zum Beispiel auch in guten Eiern. Natürlichen Eiern. Typische Heilungsverläufe unter HOT und ODS, Schmerz, Neurodermitis, Parodontitis, Allergie. Was wir vorhin in der Göttinger Wohlfühlstudie gesehen haben, etwa 85-90% Verbesserung, sehen wir hier auch gesetzmäßig über alle Patienten, die ich über 30 Jahre lang behandelt habe. Ich habe wenige, die hinterher noch ähnliche Probleme haben, mit denen sie mal gekommen waren. 100% im Leben ist der Tod. Auf die Frage, wieso hilft das denn nicht immer? Und wenn mich Schulmediziner fragen oder mir sagen, das hilft ja auch nicht immer, dann sage ich, Herr Kollege, welches Verfahren in Ihrer Praxis oder in Ihrer Klinik hilft denn immer? Sie operieren ein Knie, was geschmerzt hat, was einen kaputten Meniskus hat, Sie operieren das, der Meniskus ist weg, hilft immer, aber der Patient hat immer noch Schmerzen am Knie. Wie kann das denn sein? Hat doch nicht geholfen. Ja, aber der Meniskus ist, ja, das interessiert doch keine Sau, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Was interessiert ist, ist der Schmerz weg. Und das sind Dinge, die wir mit vernünftiger Ernährung und mit orthomolekularer Substitution, Entschuldigung, und mit oraler Schmerzlöschung in der Regel sehr schön hinkriegen. Lebensqualität unter HOT und ODS präfinal bei Tumorerkrankungen. Sie sehen unten ohne HOT, das Ende ist bei etwa 7-8 Monaten. Ich sage immer, oder habe immer meinen neuen Krebspatienten gesagt, ich kann ihr Leben nicht verlängern. Was ich verändern kann, ist ihre Lebensqualität, LQ. Ich kann ihr Gewicht erhöhen, in der Regel. Ich kann ihre Stimmung verbessern, ich kann ihren Antrieb verbessern. Und das schaffen wir in der Regel bei Krebspatienten bei 70-80% ganz locker. Innerhalb von 6-8 Wochen geht das hoch. Ich habe einen Krebspatienten vor Augen, einen alten Eisenbahner, durchmetastasiert, armer Teufel. Und er hat innerhalb von 8 Wochen 15 Kilo zugelegt, Haut und Knochen, 15 Kilo zugelegt, ist mit seiner Familie in Skiurlaub gefahren. Hinterher ruft mich sein Sohn an, 2 Wochen Skiurlaub mit der ganzen Familie. Hinterher ruft mich sein Sohn an, unser Vater ist gesund, ganz toll, was Sie da gemacht haben, ganz toll, ganz toll. Ich sage, genießen Sie die Zeit mit Ihrem Vater, so wie es ihm jetzt geht. Der hat ja weiter seine Metastasen. Die werden vielleicht kleiner, die werden gehen vielleicht zurück im Darm, das eine oder andere funktioniert wieder besser oder gut. Aber er bleibt ja Krebspatient. Das ist auch die Illusion der Schulmedizin. Sie haben keinen Krebs mehr. Dann sage ich immer, bist du der liebe Gott? Oder bist du geistig umnachtet? Dass du einem Patienten sagen kannst, bei dem du einen Krebs operiert hast oder bei dem du den Krebs zum Beispiel mit Chemotherapie behandelt hast, also ruiniert hast, zerstört hast, dass du dem sagst, der hat keinen Krebs mehr? Wo gibt's denn sowas? Wenn ich erstmal Krebszellen habe, evidente, sichtbare, dann zeigt das doch, dass mein Körper dieses Krebssystem nicht sauber im Griff hat. Und alle, wie wir hier sitzen, wir produzieren jeden Tag 1.000, 5.000, eine halbe Million Krebszellen. Jeder von uns, immer. Jede Minute, jede Stunde. Aber ein gutes Immunsystem fängt diese Krebszellen ein. Und dann passiert nichts. Dann haben wir keinen Krebs. Dann haben wir wirklich keinen Krebs. Da könnte man sagen, diese Krebszellen sind fürs Immunsystem und für den Menschen eine Reiztherapie.
Das Immunsystem kriegt einen Anstoß und sagt, hier, pass auf, du musst. Und dann macht das Immunsystem das auch und dann funktioniert super. Und wenn es mal geschlafen hat, das Immunsystem, dann kann sich ein Krebs entwickeln. Und das Interessante jetzt, wir haben hier einige Damen, ist ja, wo haben denn die Damen ihren Brustkrebs? Den haben sie hier oben, ne? Den haben sie nicht irgendwo da hinten, den haben sie hier oben. Und darunter liegt der große Brustmuskel und der ist energetisch über die Applied Kinesiology, über den Meridian, mit der Leber verknüpft. Das heißt, wenn ich meine Leber ruiniere, zum Beispiel durch jahrelange Pilleneinnahme, Hormone, Fremdhormone mit dem ganzen Chemiedreck, der drumherum ist, die Pillen müssen ja alle schön bunt sein und ich weiß nicht wie, dann habe ich eine kaputte Leber und dann habe ich unter Umständen auch meinen Brustkrebs da oben auf dem Lebermuskel. Oder ich habe unten meinen Eierstockkrebs. So, und Sie sehen eben, das, was ich auch meinen Krebspatienten beim Erstkontakt immer sage, ich kann ihr Leben nicht verlängern, ich kann allerdings ihre Lebensqualität verbessern, ich kann das Gewicht erhöhen, ich kann die Stimmung verbessern, den Antrieb verbessern, aber irgendwann kommen Sie an Ihre persönliche biologische Grenze. Und wenn Sie dahin kommen, dann kippt Ihr System. Und wenn das kippt, dann dauert das noch 14 Tage, 4 Wochen und dann sind Sie im Himmel. Und da sagte mir jeder Krebspatient, 14 Tage, 4 Wochen, kein Thema. Aber meine Lebensqualität jetzt, der blaue da unten, geht gar nicht. So, und auch dieser alte Herr, von dem ich gesprochen habe, der zum Skiurlaub war mit seiner Familie und hoch die Tassen, da rief mich dann irgendwann im Spätsommer der Sohn an und sagt, wir müssen, glaube ich, mal wieder kommen. Ist zwar ein bisschen anstrengend, immer die lange Fahrt, aber haben wir uns, weiß ich, eine Viertelstunde unterhalten. Und da habe ich die Frage nochmal gestellt, haben Sie denn den Eindruck, dass das System Ihres Vaters jetzt kippt? Ja, wenn Sie das so sagen, wenn Sie mich so fragen, dann haben wir den Eindruck. Ich sage, dann besprechen Sie das mit ihm, ob er wirklich noch kommen will. Und dann kriege ich nach 14 Tagen die Antwort, Papa ist im Himmel. So, 14 Tage, 4 Wochen, krank, aber noch ein Dreivierteljahr topfit. Das ist das Ziel einer gesunden Medizin. Ja, da sind wir, Dr. Nehls hat ja vorhin auch seine Bücher erwähnt, ich erwähne die auch mal am Rande, so ganz unter Ferne liefen. Darmgesund, menschgesund, ganz einfach. Das kann ich Ihnen nur ans Herz legen, wenn Sie was für Ihre Gesundheit und vor allen Dingen auch für die Gesundheit Ihrer Patienten tun wollen. Empfehlen Sie das Buch. Wir haben einzelne Praxen, die haben, weiß ich, 30, 40, 50 von diesen Büchern schon verkauft. Auch von dem Ökosystem Mensch, Gesundheit ist möglich. Alle reden von Ökologie, alle reden von Öko, 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 Öko. Und keiner macht's. Wenn Sie hören, wie ökologisch das ganze Leben ist, und wenn Sie dann die Umsatzzahlen von Bioläden angucken, dann sehen Sie, im Bioladen ist nichts los, da wird nichts verkauft. Also das sind die beiden Bücher, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Und das ist leider ein Film, der sich hier nicht abspielen lässt. Aber Sie sind ja zu Hause und das ist der Kanal unten VBN Verlag. Wenn Sie das auf YouTube eingeben, VBN Verlag, dann kommen Sie auf größenordnungsmäßig 120 Filme. Und wenn Sie da dann in dem kleinen Fenster eingeben, Urtikaria, Nesselsucht, dann kommen Sie zu diesem Film. Und das ist ein spannender Film, weil die junge Frau 4 Jahre lang schwerst krank war. Sie war in der Psychiatrie, sie war psychosomatisch krank, ist alles Psyche, hat nichts damit zu tun. Da gibt es kein Substrat, was sie krank gemacht hat. Und ich habe sie auf den Pott gesetzt, ich habe sie zur Brust genommen, habe sie auf den Pott gesetzt, gesagt, in den Mund kommt nur noch 100% Bio rein. Und wenn Sie das nicht machen, brauchen Sie hier nie wieder herzukommen. Und sie hat ab Freitagmittag angefangen mit Bio, hat ihre ganzen Piercings rausgenommen und am Montag kam sie wieder, wollte noch mal eine Blutentnahme machen lassen und sagt, da sind noch 2 kleine Stellen, ansonsten bin ich fit. Vielen herzlichen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Das war es erstmal von meiner Seite. Ach, gibt es zu mir auch Fragen? Bei mir gibt es auch nie Fragen. Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also das eine ist die Frage von Birgit. Was empfehlen Sie zur Begleitung einer Chemotherapie? Chemotherapien sind ja Thema Convariationi, das ist ja ein Riesenspielfeld. Und ich gehe da jetzt nicht mit Chemie und wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann rein, sondern ich gehe daran,
dass ich sage, wir möchten das Immunsystem stärken, wir möchten was gegen Leaky Gut tun. Und deshalb arbeite ich auch in diesen Fällen in der Regel mit dem Reha-Paket, mit ODS 1a, ODS 2 und lasse hinterher eine breite Substitution weiterlaufen, vor allen Dingen auch mit 3-Symbiose Plus, damit der Darm immer gefüttert wird in Kombination mit den Enzymen, dass der Darm gefüttert wird auf der einen Seite mit lebensfähigen Bakterien, mit Vitaminen und eben auch Entlastung der Verdauung da ist durch die Enzyme. Dr. Weinschenk, seines Zeichens auch Heilpraktiker aus Satrup, kann ich sehr empfehlen, wenn Sie mal ein Problem haben, eine wissenschaftliche Frage in der Therapie chronisch Kranker. Dr. Weinschenk fragt, wie heißt das Hypo-A-Produkt mit Lutein? Lieber Peter, das haben wir im Augenblick noch nicht, so wenig wie wir Astaxanthin haben. Aber du siehst, wir arbeiten dran. Also wir sind ja eine innovative Firma. Und wenn wir reine Substanzen kriegen können, finden, treffen und wenn die sich auch noch verarbeiten lassen, dann wird das kommen und du wirst der Erste sein, dem wir dann sagen, wir haben das und das Produkt. Vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt weiß ich nicht, wollen wir die anderen Fragen eventuell? Ja. Ich habe hier nämlich noch die Fragen zu Professor Winzen. Chatfragen, und zwar eine Frau Thun fragt, die Dosis vor Implantationen und Knochenaufbau, orthomolekulare Medizin. Sie ist, gehe ich mal von aus, Therapeutin, dann kann sie uns anmailen. Sie kann auch natürlich Professor Winzen anmailen, sonst kann sie uns anmailen. Und dann bekommt sie ein sogenanntes perioperatives Regime. Das sind 6-8 verschiedene Präparate, die sich ergänzen, die kurz vor der Operation und während der Operation und vor allen Dingen nochmal die nächsten 4 Wochen, 8 Wochen relativ hoch dosiert genommen werden, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich vernünftig zu regenerieren. Ich sage dem Laien immer, wenn bei Ihnen an der Hausecke ein LKW reinfährt, dann hilft das nichts, dass Sie sich hinstellen und sagen, oh, ist ja ganz schlimm. Dann hilft das nur was, wenn Sie jemanden haben, der den ganzen Dreck wegräumt. Bei der Operation macht das Ihr eigener Körper. Dazu braucht er aber auch Energie. Und wenn Sie dann die Baustoffe haben, um wieder was aufzubauen. Zement, Steine, weiß der Kuckuck was. Und wenn Sie auch noch Mitarbeiter haben, die das machen. So, und das sind unsere orthomolekularen Substanzen. Die machen unsere Mitarbeiter, unsere eigenen Zellen, die abräumen und die neu aufbauen, Osteoblasten, Osteoklasten und wie sie alle heißen, die machen sie fit, setzen sie in Stand, das ganz schnell zu regenerieren. Und ich selber habe, man soll nicht von sich selber reden, heißt das dann immer bei den Medizinern. Ich finde immer, man selber ist das beste Beispiel, entweder es funktioniert oder es war Käse. Ich habe eine schwere Kniegelenksfraktur beim Skilaufen gehabt. Eine sogenannte Tibia-Kopf-Impressionsfraktur. Mein Unterschenkel hatte 25 Grad Achsabweichung, also so ein Unterschenkel. Und ich kam in Zell am See in die Klinik und sah, ich habe die und die Diagnose. Dann sagt der Kollege, der aufnehmende Kollege, kannst du gar nicht wissen, wir machen das. Ich sage, ich bin Sportarzt, you ask this. So. Und dann habe ich hinterher mit dem Chefarzt diskutiert, was ich haben will und was ich nicht haben will an OP-Technik. Und er hat so operiert, wie ich das gerne haben wollte, nämlich möglichst wenig Fremdmaterialien. Und als ich außer, ich war 2 Tage auf Halde, weil das eine geschlossene Fraktur war. Und wenn ich im Bett lag, habe ich das schiefe Bein angeguckt, gedacht, weiß gar nicht, warum ich dich operieren lassen soll. Mir geht's ja gut. Nur wenn ich zur Toilette muss. Ich sollte eigentlich auf dem Topf, das konnte ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Ich will auf die Toilette. So, und Sie können sich vorstellen, wenn Sie dann so mit 2 Krücken unterwegs sind und Sie haben so einen Winkel im Bein, dann tut es wahnsinnig weh. Jede Bewegung tut wahnsinnig weh. Da habe ich gefragt, könnt ihr dagegen was machen? Dagegen, das ist Spitzenschmerz, da kann man nichts machen. Also Sie können Schmerzmittel kriegen, dann tut das im Liegen nicht weh. Ich sage, im Liegen tut es sowieso nicht weh. Ich habe mich ordentlich gefüttert mit unseren Präparaten. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich wurde operiert. Ich hatte bis dahin ein schlankes Bein mit einem schiefen Winkel, aber sei es drum. Und ich wach aus der Narkose aus, hatte so auf und hatte so ein Bein. Ich war beleidigt, als ich das Bein sah. Und dann habe ich natürlich weiter unsere Sachen genommen. Der Primar, der mich operiert hatte, sagt, aber sieht soweit ganz gut aus, aber Sie kriegen todsicher eine Kniegelenksarthrose. Ich sage, ich nicht. Doch, ja, Sie auch. Auch wenn Ihr Knie so toll aussah. Mein Knie sah innen aus, die Gelenkflächen,
wie bei 13-, 14-Jährigen in Zell am See. Alle anderen haben Bart in den Knorpelflächen. Die sind alle abgeschäft. Jetzt alles ganz wild. Und meine Kniegelenke sahen aus wie jungfräulich. Ich habe gesagt, warum soll ich denn eine Arthrose kriegen? Ja, das ist bei allen so. Und ich mache das immer gerne. Ich kann auf einem Knie oder auf dem kranken Knie, kann ich immer noch so schön. Es knirscht nichts, sie hört nichts. Sie guckt mich dann auch immer mit ganz großen Augen an. So, da ist keine Arthrose drin. Es gibt keinen Grund für eine Arthrose, wenn sie die Baustoffe alle zur Verfügung stellen, wenn der Körper was umbaut. Und ich war 4 Wochen nach diesem schweren Unfall wieder halbtags in der Praxis, 4 Wochen nach dem Unfall, allerdings mit einer Orthese, das kann man sich ja machen lassen. Und 5 Wochen später habe ich ganztags wieder in der Praxis gearbeitet. Und Patienten sagten dann, wieso, Sie haben doch das Knie gebrochen und wieso arbeiten Sie denn schon wieder? Sie dürfen doch gar nicht. Ich sage, doch, ich kann. Und dann habe ich da mal drauf gedrückt und habe gesagt, guck mal, da kann ich auch so machen. Aber wenn er dann wieder einrastet, dann ist das wieder gerade und dann kann ich damit auch gehen. So, wie heißt die CMD ab? Und wo ist diese zu finden, fragt Herr oder Frau Vossen. Da müssten Sie bitte auf Craniomed Frankfurt gehen und da werden Sie weitere Informationen bekommen. Sie haben ansonsten auch die Möglichkeit, hier HypoA nochmal info@hypo-a.de anzumailen und dann würden wir das weiterreichen an Professor Winzen. Ja, habe ich gerade gesagt, die E-Mail-Adresse. Und welche Erfahrungen haben Sie mit Entzündung wurzelbehandelter Zähne? Das ist auch spannend, fragt eine Frau Rosemarie Zörer. Ich will mit meinem derzeitigen, wahrscheinlich auch zukünftigen Zahnarzt eventuell noch mal was publizieren. Ich habe nämlich, jetzt hören Sie mal weg, das ist ja ärztliche Schweigepflicht, ich habe mir Implantate setzen lassen gegen innere Widerstände, aber weil ich irgendwann Probleme hatte zu kauen, sagen wir es mal so. Und dabei ist bei der Aufnahme aufgefallen, dass ich hier vorne am Einser, am unteren Einser, 4-1, dass ich da einen Herd habe. Und der Herd war etwa so groß, fast so groß wie dieser grüne Fleck, also mehr als linsengroß. Und ja, sollen wir die rausnehmen? Ich sage, wie rausnehmen? Ja, wenn das da vorne im Frontzahnbereich ist, dann nimmt man immer alle 4 raus und dann wird das saniert. Ich sage, da wird nicht alle 4 rausgenommen. Ich sage, das können Sie ja ausbohren und dann heilt das wieder. Der Operateur wollte mich dann vielleicht auch ein bisschen ärgern. Er hat das saumäßig operiert. Ich hatte eine Wundheilungsstörung, was ich eigentlich sonst auch selten habe. Aber er hat eben nur diesen Herd da entfernt. Und als ich dann die Implantatversorgung hinterher machen ließ, sind ja Wiederaufnahmen gemacht worden. Der Zahn sitzt nach wie vor bombenfest. Ich kann damit abbeißen. Und unten der Befund ist völlig durchgebaut. Da ist nichts mehr, was auf eine Entzündung deutet und nichts mehr, was kaputt ist. Das Interessante ist, wenn Sie gut substituiert sind, dann gibt es überhaupt keinen Grund für Entzündung im Kieferzahnbereich. Es sei denn, Sie haben mal zu viel Stress oder zu viel Mist in der Umwelt, dann kann sowas mal zuschlagen. Aber normalerweise regelt Ihr Körper das dann auch wieder ganz gut. Das ist das. Entschuldigung, jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Nee, das hatten wir. Nee, dann haben wir die ja alle beantwortet. Wunderbar. Ach, für mich sind noch welche nachgekommen. Entschuldigung, deshalb habe ich ein Blatt zu viel. Eine Birgit fragt, wie ist es mit Wasser? Empfehlen Sie einen bestimmten Filter für Ihr Leitungs- und Trinkwasser? Also, wer sich in Chemie ein bisschen auskennt, weiß, dass wir, wenn wir Filter nehmen, sogenannte semipermeable Membranen haben. Die lassen was durch und was anderes lassen sie draußen vor. Das sind Kunststoffoberflächen, dass die Menschen heute alle Kunststoffe aufnehmen. Jeder in der Woche durchschnittlich eine Chipkarte isst an Plastikmüll, ist bekannt. Also ich halte von diesen ganzen Wasserfiltern gar nichts. Wenn Sie in Regionen, ich sage mal Rheinschiene oder Ruhr oder wie auch immer, oder Leuna-Bitterfeld, wenn Sie in solchen Gegenden wohnen, leben, dann würde ich immer empfehlen, da ein vernünftiges Mineralwasser zu nehmen. Und vernünftiges Mineralwasser heißt dann auch bitte aus einer Glasflasche und nicht aus einer Plastikflasche. Da haben wir wieder Herrn oder Frau Vossen. Krämpfe des Ischias
der Ischias-Anal-Rektum-Region. Frauen bekommen 4 Watt, was geben sie dem Mann? Ey, ich meine, ich weiß nicht, wie gut sie in Anatomien sind, aber der eine oder die eine hat 2 Löcher und der andere hat 1 Loch. Aber die 2 Löcher, die korrespondieren mit dem Ende genauso gut wie das eine Loch. Ich habe gesagt, Rektum ist die Muskulatur auf der Rückseite des Beines. Also können Sie doch dem Mann das, was die Frau eventuell vorne reinschiebt, und eventuell auch die Fußballerinnen haben das ja auch hinten mit reingeschoben, auch hinten reinschieben. Das ist ja ein elegantes Torpedo in Anführungsstrichen. Das ist überhaupt kein Problem. Und die Frage ist nur vor dem Hintergrund berechtigt, dass wir ja mit den Aufsichten immer diese Diskussionen haben. Denn wenn man was in den Po reinschiebt, dann muss das ja ganz anders von der Desinfektion und von der Sterilisation her sein, als wenn ich was in die Scheide reinschiebe. Aus dem Po kommt ja nur was Steriles raus, das wissen wir ja. Und in die Scheide kommt immer nur was Steriles rein. Ne? Ich habe die Leute dann häufiger mal gefragt, ich sage, wir haben das eigentlich beim Petting gemacht. Sind sie erstmal zum Desinfizieren gegangen und haben dann mit Sagrotan Petting gemacht oder ist das über sie gekommen und sie haben das dann so gemacht? Aber das ist was anderes, gehört ihr nicht hier, ich weiß. Das sind aber die natürlichen Dinge. Also, anal auch mit 4 Watt. Birgit, wie bekomme ich außer den von Ihnen genannten Maßnahmen den LDH-Wert gesenkt? B12 spritze ich auch wöchentlich. Also ich würde einfach sehen, dass ich auf der einen Seite eine vernünftige Substitution mache mit Omega-3-Fettsäuren und dass ich das ganze Stresssystem entstresse, nämlich was gegen Leaky Gut tue und so weiter. Und wenn die Verdauungsleistung gut ist und wenn vor allen Dingen das, was gegessen und getrunken wird, wenn das sauber ist, wenn das wirklich saubere Biokost ist, dann haben Sie eventuell immer noch einen erhöhten LDL-Wert oder LDH-Wert, Entschuldigung. Aber ich habe schon vor vielen Jahren zu meinen Patienten gesagt, ein erhöhtes Cholesterin, egal welcher Wert, ist völlig belanglos. Das ist in Anführungsstrichen persönliche Note, solange Sie sich sauber ernähren. Ich sollte schon mit Anfang 20 meine Ausbildung abbrechen, weil ich eine Fettstoffwechselstörung habe mit Cholesterinwerten bis 800. Cholesterin bis 800. Und ich sollte dann mit 35 meinen ersten Herzinfarkt und mit 45 auf dem Friedhof gelandet sein. Sie sehen mich heute mit 75 immer noch relativ munter hier. Ich kann auch noch relativ gut Stress ab. Und das bekommt mir sogar. Also wir brauchen Fette, Cholesterin. Und wenn der Rest des Körpers gesund ist, rund regeln kann, dann haben wir damit keine Probleme. Birgit fragt, ganz viele meiner Patienten haben LDH-Erhöhungen, teilweise erheblich. Oft sind sie adipös. Kommt das auch von der Silent Inflammation? Die haben ihre Silent Inflammation, weil sie so fett sind. Und so fett werden sie nur, wenn sie viel Müll futtern. Gucken Sie in die USA, da finden Sie solche Maschinen. Da werden Dächer abgedeckt, wenn einer da oben in seiner Dachkammer ist und einen Herzinfarkt kriegt. Das wollten wir eigentlich hier nie. Aber wir sind auf dem Wege dahin. Das ist der helle Wahnsinn. Wenn Sie sich gesund ernähren, ohne Chemikalien, ohne diese E-Stoffe und so weiter, dann gibt es für den Körper überhaupt keinen Grund, so aus dem Leim zu gehen. Nein? Das ist, läuft dann ganz normal. Also Silent Inflammation ist ein ganz wichtiges Stichwort. Aber das knüppeln wir nicht runter mit Cortison, sondern das machen wir, indem wir den Körper vernünftig füttern. Ein Dr. Kupferschmied fragt, ist es denn heute nicht mehr möglich, die nötigen Nahrungsbestandteile ohne Supplementierung durch Nahrung zu erhalten? Herr Kollege oder Frau Kollegin, wenn es sogar in der Welt am Sonntag schon 2001 stand, dass wir im Gemüse und im Obst wesentlich weniger, 30, 40, 50, 70, 80, 90% weniger Zink oder Mangan oder B-Vitamine oder haben. Wenn, wie ich vorhin gesagt habe, die Headline im Kölner Stadtanzeiger war, holländisches Obst ist völlig frei von Vitaminen und Spurenelementen, dann können Sie doch als promovierter Kollege, Kollegin nicht so eine Frage stellen. Es ist nichts drin, was Sie essen. Das, was nicht drin ist, geht in einen kranken Darm. Und das kann dann nicht verdaut werden. Und was der kranke Darm nicht verdauen kann, das kann ein kranker Darm auch nicht resorbieren. Und deshalb geht die Spirale nach unten. Und wenn ich Neurodermitis-Patienten habe oder die Kleine, die wir vorhin gesehen haben aus der Charité,
dann sage ich, so wie die Haut aussieht, so sieht die Darmoberfläche aus. Und dass so eine Darmoberfläche nicht funktioniert und dass sie nicht verdaut und nicht resorbiert, das springt doch ins Auge, das weiß man doch so. Da brauche ich doch gar nicht lange drüber nachzudenken. Damit wären wir, ich habe ein bisschen überzogen wegen der Fragen, aber damit wären wir am Ende. Ich danke Ihnen recht herzlich.